Moin Moin und Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Starkstromdose durchmessen könnt, und zwar die im Haushalt. Drei Phasen, ein Nullleiter und eine Erde. Unser erster Schritt bringt uns zur Starkstromdose, die in eurer Küche verbaut sein sollte. Diese Starkstromdose ist abgedeckt mit so einem Plastikcover, da geht ihr oben rein, hebelt das nach oben und könnt danach die Dose öffnen. So, was sehen wir denn jetzt hier? Wir sehen da oben ein schwarzes Kabel. Ich zoome mal was ran, Leute. Hier sehen wir ein schwarzes Kabel, noch ein schwarzes Kabel, ein braunes Kabel, ein blaues Kabel und ein Kabel, welches gelb und grün ist. Die farbliche Kodierung ist so aufgeteilt. Schwarz und braun sind die Phasen. Das heißt, dort sollte der Strom geführt werden drüber, und zwar pro Leitung 230 Volt. Die blaue Leitung ist die Rückleitung, N, für Neutralleiter. Der ist sozusagen der Weg, der zurückgibt, damit ein Stromkreis geschlossen ist. Und der grüne, gelbe ist die Erde. Die Erde ist der Sicherheitskreislauf, der in einem Notfall dann den Strom ableiten sollte in die Erde halt. Aber es gibt ja bestimmt auch Menschen, weil die Menschen installieren ja dies in eure Dosen, die eventuell falsch verkabelt haben. Deshalb haben wir ja diesen Duspol, und damit werden wir jetzt durchmessen, ob auch wirklich überall das drauf sein sollte, was drauf sein soll. Okay, also wir nehmen unser Duspol. Wir merken uns jetzt, ich zoome gleich wieder raus, da ist schwarz, da ist braun, da ist blau, da ist gelb. So, rauszoomen und jetzt Duspol nehmen. Hier kommt der Junge. Oh yeah, hier ist er, der Duspol. Was haben wir denn hier auf dem Display zu sehen? Wir haben hier zu sehen 230, 400, 96. Uns interessiert jetzt gleich die LED 230 und 400. Das sagt uns nämlich dann, welcher Strom gerade dort ist, welche Spannung. Als allererstes können wir mal dran gehen, und da kommt ein R für rechtsdrehend, R für rechtsdrehend, R für rechtsdrehend. Das heißt, hier haben wir schon mal den ersten Indikator, dass diese Phase hier Strom führt und diese und die auch. Das wollen wir auch so, weil wir brauchen ja Starkstrom. Hier ist nichts und da ist auch nichts. So, jetzt wollen wir das aber richtig messen. Das heißt also, wir nehmen das Duspol, halten das mal an die erste Phase und halten es dann an die schwarze. Und ihr seht, das LED mit der 400 fängt an, da zu leuchten. Das heißt also, dort und dort zusammen sind es 400 Volt. Das gleiche machen wir jetzt noch mit der nächsten, also mit der braunen und der schwarzen. Da kommt auch 400. Dann gehen wir mal in die Mitte und messen dann dahin 400 und dorthin auch 400. Alles richtig. Und hier hinten die letzte noch, 400 und 400. Ausgezeichnet. Jetzt können wir noch hingehen und nehmen jetzt eine schwarze und den Nullleiter. So, da seht ihr, die LED mit 230 leuchtet. Das heißt also, auf dem einen Kabel sind 230 Volt, wie es auch sein sollten. So, jetzt messen wir auch nochmal alle durch und ausgezeichnet. Es funktioniert alles. Das heißt also, wir wissen jetzt, dass das richtig verkabelt ist. Hier oben. Ihr könnt auch von hier oben messen. Ne? Ich kam nur unten besser dran. So, ne, da drinne, das sind Lüsterklemmen. Hier wird festgeschraubt das Oberkabel und da später das untere. Denn hier an dieser Dose verkabeln wir, nachdem wir den Strom ausgeschaltet haben, natürlich, weil jetzt wissen wir ja, dass hier, hier und dort stromführende Adern sind, werden wir unser Herdanschlusskabel anklemmen, um dieses dann zu unserem Herd zu schieben. Und da gehen wir jetzt hin. Also nochmal, Duspol nehmen. Und zwischen den beiden Leitungen messen, es müssen 400 Volt sein. Wenn das gegeben ist, alles super. Dann ist alles richtig verkabelt. Gut, auf geht's. Dafür ist das Duspol wirklich sehr einfach zu verwenden. Schnell zu sehen, Ass rein.